Ende November sind wir hier in einem Neustädter Hafen an Cora Bay und mit Tom sind wir heute wieder unterwegs, mein Sohn Jonas und ich, und wir wollen heute mal versuchen, ob wir ein paar Seelachse finden, weil dafür ist die Neustädter Bucht um diese Zeit eigentlich ziemlich gut und von daher testen wir das mal und vielleicht auch mal eine Meerforelle, ja, mal gucken, beim Werfen, schauen wir mal. Wir brechen heute auf und an einem wunderschönen Tag, es ist ziemlich kalt, etwas unter 0 Grad. Der Bootsteg glatt wie Hulle, deshalb haben wir vorher nicht gefilmt, weil wir hatten alle Mühe zu tun, uns festzuhalten und nicht auszurutschen. Schauen wir mal. So, der erste Wurf von Rainer. Ja. Erster Wurf auf Seelachs und Tom hat gesagt, genau das richtige Wetter. Nebel, das ist ideal. Und dann haben wir schon einen springen sehen. Die Möwen sind ja auch aktiv. Ich mache den ersten Wurf, lasse auf Grund 8 Meter Kurbel ein mit dem neuen Köder, den ich gezeigt habe. Wo ich sagte, der geht bestimmt auf Seelachs. Wo ich auch sagte, der läuft, der läuft. Der ist nicht schlecht. Der ist gut, der Seelachs. Ja, der ist gut. Jonas, gib mir mal einmal bitte die Route. Wenn, genau. Jo, der ist gut. Das hat ja mal, wenn wir den rauskriegen, wäre das ja mal super schnelles, effektives Fischen. Können wir gleich wieder reinfahren und rumtrinken. Oh, 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 den Rumtee. Der sitzt gut. Ja, die fetten Haken da dran. Und ideale Bedingungen, ne? Guckt euch das Licht an. Ja, er geht wieder weg. Ja. Er geht wieder weg. Und das in der Ostsee, Seelachs in der Ostsee, auf Ansage. Tom hat gesagt, ideale Bedingungen. Und das haben wir natürlich gerne geglaubt, ja. Und wir haben ihn, vor allen Dingen, wir haben ihn springen sehen, ne? Wir haben ihn springen sehen. Ja. Wir haben ihn springen sehen. Jetzt kommt er hier da oben. Das ist der Nebel. Jonas hat den Catcher schon bereit. Hier sind auch mehr. Das glaube ich auch. Also wenn einer jetzt hier schon gebissen hat, so schnell, ja, sind hier garantiert noch mehr unterwegs. Ja. Ja. Und dann bei den Bedingungen hier, wie schön, ne? Uiuiui. Das ist ja hier Norwegen-Feeling auf der Ostsee vor Neustadt. Hammer. Da habe ich ihn gesehen schon. Hast du ihn gesehen? Ja, ja, da ist er. Schöner. Schätze mal 60, 70? Ja, oha. Doch, doch. Warte. Da kommt er. Da kommt er. Schöner, ja. Fisch. Schöner Fisch. Schöner Fisch. Jawohl! Das ist mein größter an der Ostsee. Ich habe nur bis der Kleine gefangen. Ja, da hättest du mal dieses Jahr im Frühjahr mitkommen sollen, Rainer. Hätte, Fahrradkette. So, können wir mal gucken hier. Jawohl! Geil aus! Lecker in der Küche dann. Hey! Jo, Petri, ey! Wir haben die schärfere Zähne als bei Norwegen. Kommt mir gerade so vor. Ich wollte gerade hier so mit dem Finger rein und es zieht ganz schön. Okay. Ja, dann hat das super geklappt. Ne? Mal gucken, ob wir noch mehr kriegen. Ja, natürlich. Ja, gleich der übernächste Wurf, glaube ich. Ich fische mit einem schönen Blinker, 30 Gramm. Ja, wie bei mir vor der Haustür, vor der Schleimünde. Und da ist der nächste Seelachs eingestiegen. Richtig schön. Bremse schön weich eingestellt, weil der wird gleich nochmal eine ordentliche Flucht hier am Boot hinlegen. Tippe ich mal. Ich hoffe, dass es ein Seelachs ist. Der Seelachs vermeintliche ist ein Dorsch. Alle Mann, da! Da ist der Hering. Da ist der Strom. Da musst du mal die Kamera hinhalten, Rainer. Hier vorne. Da! Da, oh, da jagen sie. Da jagen sie. Hat ihn? Also, die sind hier unterwegs. Möchtest du nicht? Du bist zu klein. So, pass mal auf, Leute. Vielleicht haben wir jetzt mal Wurf ja, mit Biss. Ja. Hey! Da ist er! Auch die Kamera gar nicht mehr auszumachen hier. Ich filme film einfach weiter. Da kam der Anbiss aber sowas von hart. Echt super.
super geil. Beim schnellen Einkurbeln und wenn dann die Anbisse reinhauen, das ist echt der Wahnsinn, ey. Da denkst du echt immer, was anderes nimmt dein Köder. Hast du noch diese Haar drauf? Den Köder? Ja? Ja, Teil mit den beiden. Den haben wir nämlich gerade das erste Mal ausprobiert. Den hatte ich noch gefunden von Hart. Das ist so ein neuer Köder, 40 Gramm. Ja, das erste Mal, dass ich den Fisch. Ja, wie der heißt, muss man mal gucken. Das war der fünfte Wurf damit. Ist das Dorsch oder ist das Seelachs? Das müsste eigentlich Seelachs sein. Du hast auch gerade zufällig in die Richtung geschmissen, ne? Zufällig? Achso, hast du ihn vorher schon. Nee, das sind natürlich. Das ist Seelachs. Komm, wieder abgeht hier, ey. Ja. Leute, deswegen sind wir hier. Ja! Gib mal den Kescher, dann kann ich dir den gleich mal Kescher. Oh ja! Das fühlt sich geil an. Hast du die Bremse auf? Klar. Die hörst du nur nicht, die ist still bei dir. Guck mal, ey, guck mal! Leute, wir sind auf der Ostsee, ne? Also. Ja, das muss man dazu sagen. Ja, ich hoffe ja noch, dass wir den Metaseelachs kriegen, die hier noch rumschwirren. Oh, ich will ja schwere Ansagen hier. Da hinten rein. Alter Schwede, ey, guckt euch das an, ey. Da ist ja schon der Metaseelachs. Das ist ja nicht mal schöner. Warum reicht der Kescher da aus? So. Ist das da? Ist der Kescher? Ist da? Oh, ist da? Ja. Dann gucken wir mal. Er hat den Seelachs. Da ist der Seelachs. Oh, da hinten rein, Kamera. Ja. Jawohl! Hey. Ja. Nummer zwei! Und zwar sowas von schnell hintereinander, ey. Das ist ja der Wahnsinn gewesen. Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort, würde ich sagen, Jungs. Das würde ich auch sagen. Jawollo! Da ist er! Petri! Geil, ey. Genau am selben Platz, wo der Guide gesagt hat. Beim Springen. Wir angeln gerade mal 5 Minuten, ne? Das kommt noch dazu. Ich meine, und hier, es spricht für sich, ey. 2 Stück. Ey, der hat so. Hier gleich die Kopfschüttler. Jonas hat wieder zugeschlagen, aber er sagt, das ist ein Dorsch. Ich denke mal. Er hat relativ weit über Grund gebissen, aber er macht auch diese Kopfschüttler und wickelt sich so ein bisschen ins Vorfach ein, glaube ich. Und macht jetzt nicht mehr so viele Fluchten, wenn er höher kommt. Von daher gehe ich stark davon aus, dass es ein schöner Ostseeleopard ist. Aber Druck ist trotzdem geil schön hinter. Oh, Dorsch. Ja, da sieht man, da hat man es gesehen. Das charakteristische Rütteln in der Schnur. Rütteln in der Schnur? Oder in der Rute. Ach, mich erschreckt, wenn da jetzt ein Seelachs hochkommt. Ist ein Seelachs. Hier. Ja, das Charakter schöner. Ist in der Schnur. Ich hab mich, als er nämlich dieses gemacht hat. Als er die Flucht gemacht hat, da dachte ich, na, genau wenn das mal ein Dorsch ist. Das habe ich nicht gesehen. Klasse, bitte schön. Da ist der Dorsch. Da ist der Dorsch. Sieht man aus. Ganz klar an der, an den braunen Punkten und sowas. Diesmal noch ein bisschen kleinere Ausführung, aber trotzdem ein wahnsinnig Fisch. Richtig, richtig geil, ey. Ein Drill, wahnsinnig schön, mit der Sonne im Hintergrund, leichtem Nebel, das ist einfach wunderschön hier. Wie? Nee. Wir können eigentlich tatsächlich einmal um uns rumfischen, weil die Fische stimmen. Ja. Ich hatte erst 4 Stunden. Ich hatte gesagt, ja, hast du 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 gesagt, okay. Aber hat einmal zugepackt. Ja, und das hatte ich vorhin 2-mal gehabt. Ja, wir sind jetzt direkt auf der Kante hier. Das ist ein Dorsch. Das ist wirklich ein Dorsch. Okay. Kescher? Kleiner? Oh, klar ist er nicht. Aber kann sein, dass er ein bisschen quer hängt, weil da Drillinge dran sind. Ne, so warum? Naja, deswegen, wie er so hoch eiert. Ja. Tja! Oh, so ein schöner. Das ist schöner. Oh, das ist schöner.
keine 5 Minuten später, einen Dorsch hatten wir und jetzt hat Jonas wieder zugeschlagen. Er meint, das ist ein Seelachs, er hat ihn sogar welche jagen sehen. Ja, ich habe ihn springen sehen, sofort angeworfen und da sieht man, also der Flucht nach zu urteilen. Ah, will er noch machen? Das ist Seelachs. Das ist Seelachs. Oh, guck mal die Route an. Alter! Ja, 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 ja. Oh. Alter! Tom, willst du mal cashern? Dann kann ich hier weiter filmen. Ja. Eieiei. Oh, da geht er nochmal. Da geht er nochmal. Eieiei. Und nochmal zum Grund runter. Na gut, wir haben auch nur 8 Meter. Aber. Dann ist vielleicht ein Heilbutt. Stimmt. Du sagst doch nicht, wo wir sind hier, Mensch. 8 Meter, Mensch. Jonas. Hm? Hm? 80. Breitengrad. Ach ja, 80. Breitengrad ist ja weit. Ei, da kommt er. Sehr schön. Jawohl. Ja. Zu viele Haken. Sehr schön. Petri. Da ist er. Wieder ein schöner. Aber sowas von. Geil. Schöner Rücken, ey. Echt wunderschöne Fische. Wunderschöne Fische. Hast gerade eine Fliege raufgemacht, Tom, ne? Ja. Ich habe mal gestern Abend noch schnell mich hingesetzt und schnell eine Fliege gebastelt. Schnell gebunden. Und ja, so ein bisschen Flash drauf, ein bisschen grün. Gleich rausgeworfen, sofort bei einer Attacke drauf. Ja. Da sind wir. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt drehen, filmen. Vielleicht auf der Fliege. Ja? Okay. Pass mal auf. Auf die Fliege. Oh, Jonas hat, glaube ich, genug gefangen. Er braucht keine Fliege. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob er tatsächlich auf die Fliege gegangen ist. Oh, und nein! Oh, nee. Alles weg. Komplett alles weg? Alles weg. Da war die Fliege. Nee, das Puffer ist weg. Ja. Oh, achso. Oh, no! Da werde ich jetzt mal hinwerfen. Ich bin gerade richtig angepisst. Abpacken lassen. Mal leicht anziehen, dann wieder absacken lassen. Auf jeden Fall sind sie gerade voll da. Und sie gerade springen sehen. Tom hat gerade einen verloren durch Abriss. Irgendwas war da kaputt. Vielleicht ist auch eine Feuerqualle reingeschwommen. Wer weiß. Aha. Ja, die sind ganz schön heiß. Hier auch noch ein fetter Schwall. Da hinterher. Nachläufer. Da, ja. Live Biss. So, Rainer, ich mach jetzt der hat sich schon vorher einmal angekündigt. Jo. Ja, der hat einmal vorher rangetuckert. Genau da, wo sie vorher gejagt haben. Vielleicht hast du ja meinen Puffer mit. Und dann, ja, mal gucken. Und dann, oh, jetzt geht er hier nochmal. Jetzt geht er nochmal runter. Ah, schöner Fisch. Alter! Mittendrin stand nur dabei. Da kommt er. Da kommt er. Da bläst er. Oh, warte, nimm ihn so. Ein dickes Vorfach. Bei dem Haken hängt er. Ja! Petri! Petri, oh. Schön. Geil. Super Angelei, echt richtig geil. Wahnsinn, ganz tolle Fische. So, jetzt kommt man.
So, jetzt noch ein bisschen Ruhe, ist wieder einer eingestiegen, aber ich glaube, das ist ein Dorsch, würde ich mal sagen. Ich sag mal, das ist ein Dorsch. Wetten wir um dein Boot. Das Boot ist ein Vieh und ein Vieh wird nicht gedacht. Aber ein schöner. Schöner Dorsch, ein richtig schöner Dorsch. Ja, den sollen wir mit. Oha, der ist aber ein richtig schöner. Oh, den müssen wir catchen. Ja. Oh ja, richtig schöner Löwe. Doch. Ja. Danke schön. Könnte ein Silak sein. Ich würde sagen, das ist ein Silak. Welle? Gelle? Welle? Gelle? So, vielleicht hat er ja mein Vorfach da auch gleich mit. Vielleicht war er so nett, hat das Vorfach mit aufgesammelt. Schön, das Klopfen des Galaxis. Jonas, das kennen wir noch, ne? Vom Frühjahr? Jo, allerdings. Da lief das auch schon sehr gut. Heute noch ein bisschen besser, muss ich sagen. Boah, ey. Schön. Der hat richtig drauf Schnur. Nee, der will er noch nicht. Ich würde mal sagen, ich habe die Bremse jetzt nicht extrem weich eingestellt. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Da kommt er. Geh mal hier nach rechts. Dass ich jawohl, da kommt das Teil. Geh mal nach rechts. Was für ein Seelachs. Platz. Nee. Du kannst mich da bleiben, ja. Was für ein Seelachs. Tja, Jungs. Zwei. Habe ich eben doch zwei gehabt. Zwei schöne, ey. Zwei sehr schöne. Leute, ich glaub's nicht. Alter Schwede. Aber jetzt wäre der größere Kescher gut. Ja, wir nehmen den unteren, ne? Der obere bleibt. Ja. Du kescherst bitte den unteren. Ey Leute, das glaubt doch kein Mensch, oder? Oh, der untere ist echt gut. Das glaubt kein Mensch. Nein, noch nicht. Der will doch nicht. Der hat noch Energie. Dann habe ich vorhin auch zwei drin gehabt, drei nach Klappen. Jo! Ja, beide drin! Leute! Ja, Petri, ey! Petri, hi! Ja, Petri, Dank, würde ich sagen. Das yeah! Ja, jetzt schon der zweite hier. Gerade reingelassen, gerade hat Tom die Doublette gefangen. Da habe ich hier mein gleich mit dem Spinnerlatt wieder eingelassen und beim Abding hat er den genommen. Eieieiei. Das ist ja echt mal eine Fischerei hier, der Tom. Wahnsinn. Da hört man ihn. Ah, oh, da geht er ab. Da marschiert er. 100 Meter bis zum Grund. 10. 80 ist der Breitengrad. Da kommt er. Schöner Fisch. Jawohl! Dankeschön! Bitteschön! Ist ein kleinerer, aber ist ja egal. Aber immerhin schon der vierte oder so. So, ich komme jetzt zu gar nichts mehr, weil Jonas hat schon wieder einen Fisch dran. Wahnsinn! Irgendjemand muss ja die Bildaufnahmen ranholen. Ja, ne? Das stimmt, da hast du recht. Oh, also das ist aber Seelachs. Das ist aber ein Seelachs. Das ist wieder ein Dorsch, der zum Seelachs wurde. Ja. Wie schnell die hier mutieren, ne? Ah, zieht da, zieht da, dann zieht da, ey. Die machen echt eine Metamorphose mit, das ist Wahnsinn. Innerhalb kürzester Zeit. Ja. Jetzt dreht er sogar noch Kreise. Wie so ein richtig großer. Echt? Oh, ein Thunfisch wieder. Da ist er. Oh, schöner Fisch. Schöner Fisch. Na, wollte ich gerade sagen. Soll ich? Ah, Profi hier. Der kann alles. Jetzt trinke ich noch einen Tee nebenbei. Apropos Tee, wenn wir einen schönen Tee haben. Ja, habe ich mit. Tee. Ja, aber jetzt ja, ist was ist der nächste? Was für ein Kampf. Tu mich auch. Eieiei. Geiles Fischen, ey.
machen so Spaß an der leichten Route, ey. Der Wahnsinn wirklich. Und immer die Fluchten. Wir haben jetzt richtig schön Seelachs gefangen, so wie wir uns das in unseren kühnsten Träumen vorgestellt haben. Hat richtig gut geklappt. Tom hat uns genau an den Platz geführt und er war schon ganz zitterig, weil der Nebel kam und er sagte, wenn Nebel da sind, haben wir bestimmt Chance auf Seelachs. Und so war es auch. Wir haben die Fische an der Oberfläche gesehen, sie haben gejagt. Und wir haben also wirklich jetzt richtig, richtig eine schöne Kiste voll mit tollen Ostseeseelachsen gefangen. Und deswegen haben wir gesagt, wir probieren das jetzt nochmal auf Meerforelle. Das ist ja noch ein bisschen schwieriger. Und es ist im Moment eigentlich gerade nicht so eine gute Zeit. Jetzt gerade, wir haben Ende November, fast Dezember schon. Von der Küste her wird teilweise sehr schlecht gefangen. Deswegen versuchen wir das mal vom Boot zu werfen und wir schauen mal, was dabei passiert. Ja, im Übrigen, bei mir geht es ja nicht nur auf Dorsch, Seelachs oder Plattfisch, sondern ihr könnt bei mir auch aktiv angeln auf Meerforellen. Das bedeutet, ich fahre die Hotspots-Plätze an, wo es an der Küste, dicht unter der Küste vom Boot aus auf Meerforelle zu blinken geht. Jonas hat jetzt gerade Kontakt gehabt auf Meerforelle hier. Schrei gesehen und einen kurzen Anstups an den Köder. Da sind auf jeden Fall welche unterwegs, ne Jonas? Jo. Ein kleiner Kontakt. Tag geht zu Ende. Ich meine, die Tage sind eh kurz jetzt. Ne? Das ist ja, wir haben übermorgen ersten Advent schon. Das ist schon echt. Aber wir haben einen wunderschönen Tag auf See gehabt. Tom hat uns gesagt, Mensch, neblig, da müssen wir los. Und tatsächlich, wir haben sofort auf den ersten Wurf den ersten Seelachs gehabt. Und dann ging das eigentlich so weiter. Mit kurzen Pausen nachher mal, als das Licht ein bisschen klarer wurde. Und trotzdem haben sie nachher noch gebissen. Sind ein bisschen runtergegangen. Ein bisschen tiefer haben sie wieder gekriegt. Aber wir haben die Fische gefangen. Ein paar Dorsche haben wir so nebenbei gefangen noch. Und das mit der Meerforelle, das machen wir nächstes Mal. Geiler Tag auf der Ostsee. Ja, wunderschön. Allerdings, ey. Ja. Und wer das mal mitmachen will, der kann natürlich auch bei Tom so eine Fahrt mal buchen. Denn Tom macht das hier mit seinen Fishing-Trips beruflich. Einmal hier von Neustadt jetzt im Winter. Und von daher kann man gerne, wir haben das hier eingeblendet, die Internetadresse und die Telefonnummer, einfach mal anrufen und dann einen Termin ausmachen und dann mit Tom rausfahren. Dann könnt ihr das genau das auch erleben. Das sind jetzt die Filets. Jonas ist hier gerade am Schneiden. Und zeig mal, sieht wunderschön aus. Wahnsinn, ne? Sieht wahnsinnig aus. Richtig gut genährt. Ja, ihr guckt euch das mal an. Ey, guck mal. Richtig dicke. Und ich meine, der hatte jetzt 54. Das war jetzt kein Riese. Aber ich meine, die Filets, das ist einfach toll. Einfach toll. Toll, ja. Tolle Fische. Werden wir uns morgen gleich mal zu Gemüte führen. Und für den Karkassen, hier wird ja nichts verschwendet. Nix Bauchlappen wegschneiden oder sonst irgendwas. Nein, hier wird nichts verschwendet. Das heißt, ich koche hier heute noch ein Fischstäbchen von. Oh oder? Ja, genau. Da freue ich mich schon sehr drauf. Die kann dann heute Nacht ein bisschen vor sich hinziehen. Da habe ich auch irgendwie das Gemüse schon gemacht. Wo steht denn das da hinten? Und ja, und dann die gibt es dann morgen schön Seelachs. Da machen wir mal paniert, ganz klassisch. Oh, das passt für Seelachs. Ja, da habe ich eine Bauchgräte vergessen. Ei, 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 nee, komm schnell wieder raus. So.